Thank you.
Grüß euch miteinander, willkommen im Naturhistorischen Museum. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Was mich weniger freut, ist, dass ich wieder mal gemerkt habe, wie schlecht dass ich Nein sagen kann. Ihr merkt, wir sind ein bisschen überbucht, aber ich hoffe, alle sehen es, hören es. Und dann wird es doch ein wunderschöner Abend. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wir in letzter Zeit vermehrt so Veranstaltungen machen. Vielleicht habt ihr auch schon vor ein paar der toten Tiere gehört. Die fällt im November wieder an. Und wir haben so ein Veranstaltungsprogramm neuerdings, das heisst Hilfe, es lebt. Und das ist so ein kleines Heftchen. Wenn ich das, ich habe jetzt die aktuelle Ausgabe nicht in die Finger drücken, weil das Problem ist, dass diese Veranstaltung heute genau die letzte ist in diesem Programm. Darum hat es nicht viel Sinn gemacht, aber wenn ich es mal in die Finger kommt, schaue es doch an. Es gibt immer wieder spannende Sachen bei uns. Als nächstes zum Beispiel noch eine letzte Rahmenveranstaltung von dieser Ausstellung Rock Fossils. Die kann ich euch schwer ans Herz legen. Die ist übrigens hier im ersten Stock. Ihr könnt ja nach der Vorstellung, haben wir noch bis um 10 Uhr offen, da habt ihr ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit. Du könntest auch noch dort rauf pilgern, die ist ein anschauen. Die hat insofern noch etwas mit dem heutigen Abend zu tun, weil die einen ganz anderen Blick auf Wissenschaft setzt. Und zwar hat es in Skandinavien mal eine Erfindung gegeben, die herausgefunden hat, dass Paläontologen, also die Leute, die Wissenschaftler, die sich mit Fossilien beschäftigen, offenbar eine heisse Liebe zu Heavy Metal haben. Und angefangen haben, Fossilien nach Rockstars und Heavy-Metal-Stars zu benennen. Und jemand hat die schöne Idee gehabt, aus dieser Ausstellung zu machen. Und wir sind die Ersten, die von Skandinavien übernehmen dürfen. Gut, also, kommen wir zum heutigen Abend. Ich will nicht viel mehr verraten, als dass es um ein Hirn geht. Es geht um einen Fuchs und es geht um einen Gärmeister und um einen Kampf. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Was bedeutet das für das Hirn, oder? Und ich wollte wissen, was hat das für einen Einfluss auf meine Intelligenz, wenn ich Posaune spiele? Wenn das Musik einen positiven Einfluss auf die Intelligenz hat, ist ja schon mehr als einmal behauptet worden, Stichwort Mozart-Effekt. Musik von Mozart und insbesondere seine Klaviersonate, Köchelverzeichnis 448 mit den drei Sätzen Allegro Andante und Allegro Molto, steigert die Intelligenz. Und auch heute hören Millionen von Kindern schon im Buch Mozart, wo es mal geheißen, Mozart sei gut für die Entwicklung des Hirns. Die entsprechende Studie ist wieder leider, Glaube an Mozart, aber ist umgebrochen. Mozart, das ist der Inbegriff vom Genie. Aber was heisst das eigentlich, Genie in Bezug auf das Hirn? Und was heisst das eigentlich, Posaune spielen? Warum spielt man eigentlich Posaune? Gut, dann kann es sein, dass man als Kind ist und den Eltern zu lieben, Posaunenstunde geht. Oder die Eltern haben ihm sogar gezwungen, ein Instrument zu spielen. Und er hat mal als Rache eins genommen, was unterschnitt ist. Oder es ist tatsächlich so, dass man eine tiefe innere Motivation hat für das Instrument, aber die Eltern sind nicht einverstanden. Oder dann sind die Eltern einverstanden und dann ist gerade das Problem, weil man gerade in der Phase ist, wo man es einfach nicht fertig bringt, etwas zu machen, was die Eltern Freude daran haben und darum nicht Posaune spielt, obwohl man eigentlich nichts lieber würde machen als Posaune spielen. Ja, vielleicht fängt jemand aus nochmal ganz anderen Gründen erst im Alter mit Posaune spielen an und natürlich muss
die Bosonen überhaupt erfunden sind, oder? Also die längste Zeit hat die Menschheit ohne Bosonen gelebt. Schon ein Faktor. Dann könnte man wieder sagen, natürlich, es ist alles ganz klar, oder? Wir wissen ja genau, wie die Schallwellen von der Bosaune, also die aus der Bosaune raus und in die Ohren reinkommt und der durch das Trommelfell trifft. Und wir wissen doch, wie die Vibration vom Trommelfell über die drei Gelenkknöchel, Hammer, Amboss und Steigbügel an die Haarzellen im Gehörschneck weitergeleitet werden. Und wir wissen doch auch, wie im Gehörschneck die Umwandlung von dieser Vibration in ein neurologisches Signal, sprich die mechanoelektrische Transduktion, vor sich geht. Und wir wissen doch alle, was ein Fusionsporen ist und was ein Glutamatrezeptor ist oder ein GABA-Rezeptor, also die Transmembranprotein, wo die nervöse Erregung excitatorisch und inhibitorisch im Prozess von Exozytose über einen präsynaptischen Spalt von Neuron zu Neuron weiterleitet, bis sie dann im Gehörzentrum, also im auditorischen Kortex, ankommen. Und wir wissen, der Kortex, der ist im Lobotemporalis, auf gut Deutsch im Schläfenlappen, und zwar auf der Innenseite von dem Lappen. Natürlich haben wir heute die Molekularstruktur von diesen Neurotransmitter entschlüsselt. Wir wissen doch alle, was ein Oligopeptid ist und wie das aussieht. Oder ein Opioidpeptid, oder Serotonin, oder Oxytocin. Das Gleiche gilt für Cholezystokinin, Purin, Vasopressin, Neurotensin und natürlich auch Endorphin, Enkephalin und Alpha-Endopsychosin, Glycin, Dimethyl, Tryptamin. Aber trotzdem bleiben doch noch immer ganz zentrale Fragen offen, oder? Wir können doch jetzt trotzdem nicht einfach mit Forschen aufhören. Ja, das ist dir alles schon klar. Das ist dir klar? Ja, das ist mir alles völlig klar. Ich bin Hirnforscher von Beruf. Das ist ein Zufall, ich bin auch Hirnforscher. Das ist mir sehr unwahrscheinlich, so zwei Hirnforscher zufällig am gleichen Ort. Ja, also gut, auf der Welt gibt es 41'000 Hirnforscher. Von dort her könnte es jetzt schon sein, oder? Kannst du das Lied? Also du meinst jetzt unser Hirnforscherlied? Also das Lied, wo, wenn es jemand singt, man sofort merkt, das ist ein Hirnforscher und wo wir auch mit unserem Hirnforscher-Gruß abschliessen. Genau so. Zwischen deinen Ohren, unter deinen Friesen, hinter deiner Nase, über deinen Schnurren. Ist das Krasseste, was die Natur je gemacht hat. Ist das Abgefahrenste, was die Natur je gemacht hat. Du musst es nicht lang suchen. Es ist mitten drin, in deinem Grin. Hey, Hirni, du bist geil. Du gibst es Huren durch. Du sagst an Hang, wie und wo am Füttern kratzen. Tatsächlich ein waschechter Hirnforscher. Genau, ich bin Hirnforscher und Hirnforschung ist die Wissenschaft der Zukunft. Wir Hirnforscher, wir sind die Rockstars vom 21. Jahrhundert. Hirnforschung ist das Ding. Ich tue nicht ein neues Pflänzchen bestimmen oder ein neues Vögelchen entdecken. Nein, ich sage, wer wir sind, was wir sind, warum wir sind. Ich bin Hirnforscher. Ich bin Hirnforscher und weiss, wo Gott hockt. Nämlich im Schläfenlappen von deinem Hirn, in der Zeit Neuronen, die noch produzieren. Gilt auch für Jesus, Lenin, Buddha, Moses, you name it, die hocken all dort. Ich bin Hirnforscher und kann deinem Hirn beim Denken zuschauen. Ich weiss, was du denkst, wo du denkst, wie du denkst, wenn du denkst. Und ich weiss auch, warum du es denkst. Ich bin Hirnforscher. Ich bin Hirnforscher. Und wenn ich auf einer Party sage, ich sei Hirnforscher, dann sagen alle, wow, du bist Hirnforscher. Die mich an eine Party einladen, sagen zu ihren Gästen immer als erstes, er ist Hirnforscher. Und die Gäste sagen dann, wow, ein Hirnforscher. Ja, und die Leute, die dieser Party eingeladen waren, erzählen dann ihren Freunden, sie seien an eine Party eingeladen gewesen, wo ein Hirnforscher eingeladen war. Und die Freunde sagen, wow, ein Hirnforscher. Und die Freunde erzählen dann anderen Freunden, sie heigen Freunde, die an eine Party eingeladen waren, wo ein Hirnforscher eingeladen war. Und die Freunde von diesen Freunden sagen ebenfalls, wow, ein Hirnforscher.
erforschen. Ja, ob Freunde von diesen Freunden erzählen dann wiederum ihren Freunden, sie haben Freunde, die Freunde haben, und eine Party sind eingeladen gewesen, wo ein Hirnforscher sind eingeladen gewesen, also ich. Und die Freunde von diesen Freunden, sagen, wow, ein Hirnforscher. Ja, schon wow. Aber es ist gleich halt auch noch ein Beruf. Ja, ja. Eigentlich hätte ich ja viel lieber beim Oberli Dachdecker Lehr gemacht. Aber ich habe das dann ein bisschen verpennt mit dieser Lehrstellensuche. Dann hat der Oberli schon einen Lehrbub gehabt. Ja, dann ist nichts geworden mit diesem Dachdecker. Hat mir natürlich schon gefallen, das Dachdecken, oder? So hoch oben auf dem Dach, die Aussicht, die man da hat. Wie man da herumschauen kann und alles sieht. Und auch das Werfen von den Ziegeln, das ist doch einfach super, oder? So sportlich, so elegant. Ich meine, noch heute, wenn ich irgendwo auf einem Dach oben Dachdecker sehe, die einander Ziegel zuwerfen, ja, dann denke ich aber schon, wieso habe ich nicht früher den Arsch geklopft. Ja, aber was warst du? Ja, ich musste weiter schauen, zu bachen, hätte ich mir auch noch vorstellen können, oder überhaupt etwas mit Essen. Die Tierbäckerei hatte ihren Lehrbuben auch schon gehabt, und im Hirsch, der die einzige Beiz im Dorf war, dort haben sie keine Köche ausgebildet. Bin ich halt beim Elektriker gefragt, beim Bärtschi. Schon nichts. Wobei da nicht noch schwenken kann. Der Bärtschi musste ein halbes Jahr später vom Sicherungskasten kratzen. Er hat nicht aufpassen, der Bärtschi. Ja, und zum Metzger, das war eigentlich klar, das ist nichts für mich. Ja, aber etwas muss man ja machen. Und dann bin ich halt gleich hier. Metzgerei Sigitaler fragen. Ja, er liegt dort von diesen Rossgeringen da oben. Der Sigitaler war eine Rossmetzgerei. Das ist mir total abgelöst, bin ich hinter sie wieder zur Tür raus. Ja, das sind halt die beruflichen Möglichkeiten, die so ein Dorf kann bieten, langsam ausgereizt waren. Und es ist gar nicht mehr anders übrig geblieben als die Hirnforschung. Ganz zuhinterst im Dorf hat er gewohnt, der Hirnforscher. Und dann bin ich halt her, habe geläutet an die Türen. Der Hirnforscher hat aufgetan. Als ich schaue, sehe ich doch als erstes wieder von diesen Rossgringen. Sterne, sie kann nicht denken, nicht wie weg von hier. Aber der Oberli, also der Hirnforscher, hat eben auch Oberli geheissen, ist aber mit dem Dachdecker Oberli nicht verwandt gewesen. Also der Oberli hat gemeint, ich soll Eichel kommen. Und, ja, bin ich halt Eichel. Und er war halt nett gewesen, der Oberli, wirklich nett. Und hat gemeint, mal ein Lehrbub kann man brauchen. Und ich habe ja gesagt. Und ja, dann habe ich die Hirnforscherlehre. Zuerst habe ich ja, vor allem so aufräumen. Und ja, ausgerechnet die Rossgringe. Der Oberli vorher hat das Hirn rausgenommen. So, wenn wir mal schauen, was die Rösser denken mit ihren grossen Gringen, hat der Oberli gemeint und gelacht. Und ich musste sie nachher hinter dem Haus vergraben. Auch noch im ersten Lehrjahr hat Robert gesagt, ich soll noch hinter das Haus ein paar Mausfallen stellen. Ich war froh, ob ich noch etwas anderes hinter das Haus. Und dann habe ich ein paar Feld- und Schermäuse gefangen. Und dann hat Robert gesagt, ja, jetzt soll ich mal das Hirn von diesen Mäusen anschauen. Ja, habe ich dann gemacht, oder? Habe diesen Mäusen den Frontallappen abgeschnitten, der Seitenlappen, Stirnlappen, Hinterlappen, habe nach dem Tamalus gesucht, nach dem Hippocampus, nach dem zentralen Höllengrau, habe die Ventrikel eingeleuchtet, alles mit der Taschenlampe und der Lupe, oder? Und habe so abzeichnet in ein heftigen. Ja, am Schluss hat er alles vergraben hinter dem Haus. Gut, nach den Rossgringen waren ein paar Mäuse nur noch das Nasenwasser. Und ja, im zweiten Lehrjahr, da habe ich das erste Mal mit auf den Friedhof. Obwohl der Sigrist schon am Nachmittag angerufen hat, sind wir erst gegangen. Was war feist? Ein bisschen Diskretion ist wichtig in diesem Beruf, hat der Oberli gemeint. Ja, dann ist dort im Friedhofshäuschen eben der Jung vom Blaser auf dem Tisch gelegen. Dem hat der Traktor gekehrt. Er ist herumgekommen, stark gelegen mit eingedrücktem Brustkasten, aber der Kopf ist eben noch ganz geblieben. So etwas hat man nicht jeden Tag auf dem Tisch, hat der Sigrist gesagt. Ja, der Job Blaser war wirklich noch ganz jung und damit natürlich auch sein Hirn. Und der Oberli hat das Messer vorgenommen, hat dem jungen Blaser seinen Kopf angelöpft und hinten quer aufgeschnitten, ist dann mit der Hang unter
unter die Schädelschwarte gefahren, hat sie gepackt und samt dem Haar und samt dem Gesicht vorab gezogen, einfach für das nicht kaputt geht, oder? Und dass die Frisur und Augen und Nase und Mund zusammengegangen wie eine Handorgel. Und dann der Schädel auf mit dem Knochentrenner, oder? Ist natürlich laut geworden, aber der Friedhof war ja zum Glück ein bisschen ausserhalb vom Dorf. Schädel auf, Hirne raus, Schädel wieder zu. Der Oberli hat die Schwarte wieder über den Lehrschädel zurückgezogen. Das hübsche Frisürli und das Gesicht des jungen Blaser ist wie eine Handorgel wieder auseinander, wird ausgesehen wie vorher. Ja, der Oberli hatte so eine Kiste dabei, so mit Sagmel drinnen zum Auspolstern. Dort hat er das Hirn des jungen Blaser reingetan. Der Sigrist hat seine 100er Note bekommen, sie wieder zurück ins Labor. Also von dort her gesehen ist die Hirnforschung irgendwo schon noch interessant. Mein Lehrmeister, der Oberli, der jetzt selber schon lange auf dem Friedhof liegt, hat auch Verständnis gehabt, dass man als so jung auch noch anders im Kopf hat, als jetzt das Hirn. Obwohl man natürlich streng genommen nichts anders im Kopf hat als das Hirn. Aber das ist schon nicht mehr. Ja, ich muss sagen, dank dem Oberli habe ich eigentlich irgendwie schon Freude bekommen, Profi. Ja, ich kann heute wirklich sagen, ich bin Hirnforscher und das ist okay. Mann, wirklich? Natürlich, wenn ich jetzt zum anderen Oberli hätte können, in die Dachdecker leer. Aber das ist nun mal nicht so, oder? Und es hat ja keinen Sinn, dem rumzustudieren. Der Dachdecker Oberli hat seinen Lehrbub eben schon gehabt und fertig. Es kann jetzt Gottverdammt noch mal nicht jeder Dachdecker werden. Das Dachdecker, das ist jetzt halt einfach mein Traum, der sich nicht hat erfüllt. Da bin ich ja nicht der Einzige, der einen Traum hat, der halt nichts ist worden aus dem. Irgendwann musst du halt gewisse Sachen abschminken, oder? Das ist nun mal so im Leben. Nein. Der Oberli hat das gut gemacht. Ich habe wirklich etwas gelernt beim Oberli. Er hat das Hirn wirklich so gut erklären. So gut mal das Dach decken. Reden wir nicht mehr davon. Das mit der Intelligenz, oder? Dass unser Hirn eigentlich überhaupt nicht in die moderne Welt eingepasst. Dass unser Hirn biologisch gesehen immer noch gleich aussieht wie vor 10'000 von Jahren. Dass es eigentlich dort hergehört, in die Savanne, zu den Säbelzahntigern und zu den Mammut, in den Überlebenskampf von denen. Für das ist unser Hirn gebaut. Unser Hirn ist ein Relikt, hat der Oberli immer gesagt, ein Relikt aus der Zeit von den Säbelzahntiger und Mammut, das sich aber anpassen konnte, das moderne Leben in der Stadt mit Internet und allem. Und genau das ist eben die Intelligenz, oder? Die wahnsinnige Anpassungsleistung, die unser Hirn hat vollbracht. Aber die Welt verändert sich ja immer schneller. Ja, der Oberli hat gesagt, also irgendwann kommt das Hirn vielleicht nicht mehr mit und dann braucht es einen Eingriff in die Biologie, ein Nachbessern und Optimieren. Das ist unsere Aufgabe als Hirnforscher, hat der Oberli gesagt, das Hirn fit behalten für die Zukunft. Und darum habe ich auch ein bisschen für den Oberli eine Freude zu machen, den Lehrabschluss auf der Intelligenz gemacht. Ja gut, aber ich meine jetzt, wenn wir jetzt die Intelligenz vom Hirn, wenn man die Intelligenz vom Hirn erforschen will, dann braucht man ein Hirn. Das ist, ja, also ein Hirnforscher ohne Hirn. Ist völlig unglaubwürdig, oder? Wir brauchen ein Hirn. Wir brauchen definitiv ein Hirn. Wir brauchen ein Hirn. Genau. Wir gehen jetzt mal gucken, wir müssen den Bus nehmen. Wir nehmen den 32.
Aber wenn man mit einem durchschnittlich intelligenten Fuchs ihn vergleichen würde, merkt man, dass er da meinen Vorsprung hat. Also wirklich einen riesen Vorsprung. Und das ist auch für mich etwas. Ja, woher kommt das? Dass er den Vorsprung hat. Ich würde, also es gibt zum Beispiel bei Menschen eine Art Überbegabung. Jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir raus. Ah, ist das? Okay. Okay. Also so wie zu überleben, Nahrungssuche, ich brauche für ihn auch nicht so viel Energie, so dass er wie auf einer Art... Dass er noch Freizeit hat, genau, das ist ja auch im Prinzip ein moderner Mensch. Das ist ein Luxuskonzept, absolut, aber das ist noch mehr. Also genau, so und auch Ausgang, fährt Lift, das ist etwas Verrücktes, oder? Und hat es glaube ich auch sehr gerne, Lift fahren. Weil er ist immer in höheren Gebäuden gesehen worden, wie Lift. Zum Beispiel im Prime Tower, ein paar Mal. Geht manchmal auch bei den Bullinger-Türmen, scheint es auf und runter. Okay. Aus einer Freude, nicht? Aus einer Freude, ja. Also das ist eigentlich sein Fuchsbaum. Ich meine jetzt im Fuchsbaum. Meistens, damit natürlich auch, dass man nicht laut ist, oder? Ja, oder er hat aber auch einen kleinen Akku, der ist jetzt nicht da. Er hat da ein Krönkonzert, mein Stilzug, Ellington ist gerade in der Jazz-Fanfare. Ich glaube im Moment gerade Klassik. Und das heisst natürlich ein entsprechendes Hirn. Also das ist jetzt nicht etwas, wo, also etwas total außer einzigartig, kann man das sagen. Absolut, ja. Also das muss sehr intelligent sind, das sieht man auf Schimmelzeichen, auch dass man ihn zum Beispiel nie sieht. Ja. Und was mich im Moment interessiert, ob man ihn könnte mit Musik und im Moment vielleicht auch mit Klassik anlocken. Ja. Ja. Das habe ich schon probiert und habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Den gesehen habt ihr ihn aber schon. Sehr bis auf 30 Meter. Charming, der Fuchs mit seinen eigenen Waffenschlag. Ja. Kennt ihr Charming, oder? Das schafft er nicht. Der Fuchs interessiert es nicht, überhaupt nicht. Die Brücke, das ist ein geschützter Ort. Das ist für uns ein guter Ort, um den Köder aufzulegen. Und das wagt er sich dann. Der kann es kaufen. Und der Köder, die Köder von Köder. Ja, das wäre die Mozart-CD mit dem Discman zusammen. Wenn ich gut sicher bin, für ihn da. Ort da vielleicht zu platzieren. Ja. Die Enter-CD, Opera Highlights von Mozart und Giovanni. Die Führung aus dem Serai. Da, da vorne. Da kommt der Hof. Da kommt es noch rüber. Nicht vergriffen, nicht vergriffen. Hey, das können wir nicht machen. Hey, lass uns.
Ja, wir kommen zu einer Verleihung von einem Schiess. Wie auch an einem Erschiess abzeichnen. Lieber Fuchs, für deine Aufopferungsbereitschaft und für dein Geben vom Letzten für die Wissenschaft verleihe ich dir hiermit die kleine Max-Planck-Plakette in Silber. Bravo, Fuchs. Lieber Gerne, du hast in einer schwierigen Situation die Ruhe bewahrt. Du hast gezielt und getroffen für die Wissenschaft. Ich verleihe dir hiermit den kleinen Nobelpreis in Silber. Ein Hirn. Tatsächlich. Sag auch nichts, Thomas. Ein richtiges Hirn. Was ist eigentlich ein Hirn? Was ist ein Hirn? Ich glaube, das ist eine legitime Frage. Natürlich könnte man auch fragen, wo ist ein Hirn? Und dann wäre die Antwort auch die, das Hirn ist im Kopf. Jetzt haben wir hier aber ein Hirn, das nicht im Kopf ist, sondern auf dem Teller. Also könnte man in der ersten ganz groben Annäherung an das Thema sagen, das Hirn ist etwas, das man aus dem Kopf rausnehmen und auf einen Teller legen kann. Und essen. Genau, man kann zum Beispiel eine schwäbische Hirnsuppe machen. Oder eine Kalbshirnsuppe. Kalbshirntäschli. Hirnpastete. Hirnschnitte. Hirn mit Ei. Hirn auf Pariser Art. Hirn in weißer Soße. Hirn in einer braunen Soße. Hirnfladen. Oder zur Abwechslung mal einen Hirnsalat nach türkischem Rezept, den Salatassi. Oder Cervello alla Fiorentina. Tortilla Sacromonte. Oder statt dem Hirn ja Stierhoden verwenden und so weiter und so fort. Natürlich ist das Hirn durch die Tatsache, dass man es rausnehmen kann, nicht vollständig definiert. Rausnehmen kann man ja noch manches. Wir haben sie zum Beispiel vor ein paar Jahren Gallenblasen rausgenommen. Und natürlich kann man jetzt wieder sagen, das ist jetzt eine Gallenblase, oder? Das ist eine kleine Sache. Man kann sich auch noch ganz andere Sachen rausnehmen. Dem rausnehmen und ab- und wegschneiden sind ja eigentlich heutzutage gar keine Grenzen mehr gesetzt. Man kann sich ganze Arme und Beine abschneiden und dann hat man halt kein Bein mehr oder keinen Arm. Aber das Leben geht weiter. Auch wenn man keine Lunge mehr hat oder kein Herz, geht das Leben weiter. Heutzutage kann man sich ja alles setzen, Bein- und Handprothesen, künstliche Hüftgelenke, Leber, Lungen, Nieren und Netzhäute von Toten. Ja, sicher ist man nicht mehr ganz der, den man früher mal gesehen hat. Und vielleicht macht das Leben nicht mehr ganz so viel Spass mit dieser Prothese oder all diesen Tabletten gegen die Abstossungsreaktion. Aber man führt immerhin noch ein Leben, auch wenn im Kopf etwas fehlt. Abgefackelte Ohren, weggeschlagene Nase, keine Zähne mehr, keine Zunge mehr. Ja, und ohne Zunge kann man vielleicht nicht mehr sagen, ich habe keine Zunge mehr, aber man kann es noch schreiben. Ja, und hat man keine Hänge mehr, kann man es mit dem Wimpernschlag morsen. Da bin ich stark lädiert, aber immer noch ich. Ja, mit dem Hirn geht das nicht. Ich habe mir übrigens letzte Woche das Hirn amputiert. Das ist ein Witz. Ist das Hirn weg, ist man selber auch weg. Das Hirn kann man nicht verlieren, ohne selber verloren zu gehen. Und darum hat man auch kein Hirn, wie man Arme hat oder einen Magen. Ja, ich meine, etwas, das man nicht verlieren kann, ohne dass man selber verloren geht, das ist man ja eigentlich eher, als dass man es hat. Ja, und auf die Frage, was ein Hirn ist, muss man eigentlich sagen, ein Hirn, das bist du, das bin ich, das sind wir alle hier innen. Das ist eigentlich logisch. Aber gleichzeitig ist ein Hirn eben auch nicht mehr als ein Stück Fleisch.
ein Stück Fleisch, das sich auch in die Pfanne wie ein Stück Fleisch verhält. Das Hirn wird gar, das Hirn kann anbrennen, ganz wie jedes andere Fleisch. Man kann den Nährwert von so einem Hirn ausrechnen, der Fett- und Cholesteringehalt. Und das ist eigentlich ziemlich seltsam, oder? Wir haben ja eigentlich nicht das Gefühl, wir seien nur so ein Stück Fleisch. Und gleichzeitig sind wir es gleich irgendwie. Und darum kommt man auf die Frage, was ist ein Hirn? Vielleicht auch sagen, ein Hirn, das ist etwas Seltsames. Ja, hier haben wir ja jetzt nicht irgendein Hirn, sondern ein mit rechtem Aufwand für die Wissenschaft erobertes Hirn vom gescheitsten Stadtfuchs von Zürich. Ja, ein Hirn, man sieht es deutlich, das schon längstens viel mehr Platz braucht, als in einem Fuchsschädel vorhanden ist. Ein normal intelligenter Fuchs beherrscht bei der Küngeljagd das sogenannte Charming, zu deutsch Charming, bezaubern. Mit seinen Kollegen dreht er sich wild in der Gegend um und alle tun dergleichen, als wären sie gar nicht an dem Küngel interessiert, wo er dort von etwas weiter weg zuschaut. Sie kommen aber während ihrem Spiel dem gleichermassen faszinierten wie irritierten Küngel immer näher und näher, bis sie zuschnappen können. Ein normal intelligenter Fuchs benutzt beim Schlafen seinen Schwanz als Kopfküsse. Aber die Intelligenz, die jetzt in diesem Hirn ist, übersteigt ja jedes Mass, kann ich mir vorstellen. Also sicher jedes normal intelligente Mass. Es ist eine gesteigerte Intelligenz in diesem Hirn drin und an die wollen wir jetzt herkommen. Mhm. Und sie können uns vielleicht auch helfen, unsere eigene Intelligenz zu steigern. Genau, das ist unsere Aufgabe als Hirnforscher. Das hat der Oberli immer gesagt, das Hirn vom Menschen fit behalten für die Zukunft. Die Frage ist jetzt aber mehr, wo werden die jetzt finden, die Intelligenz, in diesem Hirn? Ja gut, also von dieser hat es fast überall im Hirn. Sicher mal vorne im präfrontalen Kortex. Aber auch im Schläfenlappen, Lobotemporalis auf der Seite, wo übrigens neben der Intelligenz auch alle Gotteserlebnisse lokalisiert sind. Und Gott ist ja eigentlich die höchste Intelligenz im Universum. Gut, die Frage ist natürlich, ob hinter dem Gotteserlebnis so wirklich Gott steht oder ob man sich alles nur einbildet und von eingebildeten Intelligenz wird man natürlich nicht gescheiter. Wobei man auch noch den Placebo-Effekt einrechnen müsste. Der Glaube an eine Wirkung wirkt ja auch schon. Ja, nachher da noch etwas weiter vorne, also schon wieder im präfrontalen Kortex, da ist das Sprachzentrum, das sogenannte Broca-Areal, benannt nach dem Herrn Broca. Er hat das als Erster rausgeschnitten. Und zwar an einem Herrn Tan. Der hat Herr Tan geheissen, weil er ein Leben lang nichts anderes hätte können sagen als Tan. Ja, der Brocken hat dann das Hirn rausgenommen. Also, als er ist der Tan, so lange hat der Brocken schon noch gewartet. Aber kaum war der Tan da, hat der Brocken das Hirn rausgenommen und auseinandergeschnitten, bis er den Fehler hat gefunden. Also der Grund, wieso der Herr Tan zu allem immer nur Tan hat gesagt und was sich eben im Sprachzentrum, also Brocken-Areal, hat befunden. Ja, und er hat es ja da noch so ein bisschen tiefer im Hirn. So kleine Kügel, die ein aussehen wie die Nierchen von einem Küngel. Einfach noch ein bisschen kleiner, Amygdala und Hippocampus. Ohne die haben wir kein Gedächtnis, ohne Gedächtnis keine Intelligenz, die eben wirklich weit über die Hirn verteilt ist. Hier das C-Zentrum, ganz hing am Hirn, das gehört eigentlich auch dazu. Gut, es gibt heutzutage sicher auch Intelligenztests für Blinde, aber gewisse Sachen, also ich meine, wenn du es nicht siehst, siehst du es einfach nicht. Oder? Und bei der Intelligenz muss man wirklich ganz genau hinschauen. Also eigentlich müsste man das Hirn hauchdünn schieben, bis jede Scheibe nur noch so dick ist wie eine Hirnzelle. Und damit wären wir jetzt schon beim Hirn von Lenin. Mit dem ist ja genau das gemacht worden. Und geschnitten hat der Hirnforscher aus Deutschland, der Herr Vogt. Er hat im 25. ein Telefon vom Stalin bekommen. Ja, der Stalin hat gemeint, er braucht jemanden auch beim Lenin, also beim Hirn vom Lenin. Der Lenin war ja dann natürlich auch schon da gewesen, sein Hirn ist ja draußen. Also jemanden, der beim Lenin seinem Hirn die überragende Intelligenz lokalisieren könnte. Und der Vogt, das könnte machen. Der Vogt hat gemeint, mal, ist auf Moskau und hat dann ein ganzes Jahr lang Tag für Tag, vom Morgen früh bis am Abend spät, am Lenin sein Hirn in hauchdünne Scheiben geschnitten. Ja, nach einem Jahr war er fertig und hat dann 31'000 Hirnscheiben gehabt. Und da stellt sich doch einfach die Frage, wie hat er das gemacht?
wie verschneidet man ein Hirn in 31'000 Scheiben? Was nimmst du da für ein Messer? Ist das überhaupt noch ein Messer? Also wenn mit einer Rasierklinge geht das einmal nicht, die wären noch immer viel zu grob. 31'000 hochdünne Scheiben, meine, man muss sich so ein Hirn mal von näher anschauen, eins geschlabbert, oder? Verschneid mal ein Karamellköpfchen in 10 Teile. Geht vielleicht noch, oder? In 30, vergiss es, aber 31'000, das ist für mich das eigentliche Wunder von Hirnforschung. 31'000 Scheiben, meine, schon mal von Zeit her, wer kann heute noch ein ganzes Jahr lang an einem einzigen Hirn umeinander schneiden? Das geht doch nicht mit dem Termindruck, dem Publikationszwang. Da müssen doch vorher Resultate her, ein Jahr lang am gleichen Hirn hocken, das ist heutzutage wissenschaftlicher Selbstmord. Es muss schneller gehen, die Frage ist wie. Gut, vielleicht könnte man das Hirn auf Indien schicken, wo dann ein paar hundert Inder, wenn ein Callcenter vorab ist, dran umschneiden. Aber mal 100 gerechnet, ist natürlich auch ein Lohn in Indien, langsam ein Kostenfaktor. Nein, man muss sagen, es ist wirklich nicht so einfach mit der Intelligenz. Mir kommt da gerade in dem Zusammenhang aktuell ein Fall. Aus dem Berner Oberland sind, das ist der Fall von Marti Hans. Der Marti Hans war ein Sohn, ein wiffes und helles Kerl, dass er sich vom Radtrackfahrer zum Rega-Pilot aufschaffen konnte. Er hat sich aber auch sinnig in die Annegret aus Interlaken verliebt. Einmal schon am Samstag ist sie winkend neben dem Helikopterlandeplatz gestanden. Und er ist in einem Zeug aus dem Helikopter rausgeklettert und hat vor Liebe so einen Luftsprung gemacht, dass ihm die Rotorblätter gerade das Hirn geschüttelt haben. Und zwar in 462 einzelne Scheiben, die sie im Umkreis von 4 km verteilt hat. Baumgartners Meierli hat noch ein Jahr später eins im Pflanzplatz gefunden. Sie hat sich Mut heimgebracht, weil sie gemeint hat, es sei ein verfaultes Töpperwehrdeckel. Und der Sohn von Marti Hans, der Küssel, ist ja der für das zu verarbeiten Disc-Jockey geworden. Das Kantersteg ihr Uhu-Bar. Aber ja gut, das hilft uns jetzt auch nicht unbedingt weiter. Nicht unbedingt, nein. Aber ich glaube, was uns weiterhelfen könnte in dieser Frage von menschlicher Intelligenz und dem menschlichen Hirn ist, wenn wir unser Zweierteam um einen Forscher würden, einen weiteren Forscher würden erweitern und ich wüsste auch schon jemanden. Ich wüsste auch jemanden. Nämlich der Lutz Jenke. Genau, der Lutz Jenke. Der muss es sein. Ja, unser Kollege, der Lutz Jenke, der ist Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich und beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie sich das Hirn verändert und auch verändern. Neben seinen 350 Artikeln in Fachzeitschriften hat er auch Bücher geschrieben, unter anderem eins mit dem Titel «Macht Musik schlau?». In diesem Buch geht er der Frage nach, ob Musik machen positiven Einfluss auf die Intelligenz hat oder sogar nur die Musik hören, wie das ja von den Vertretern vom Mozart-Effekt behauptet wird. Im Jahr 2012 hat er zusammen mit einem Kollegen Rumi Zürich den Forschungsschwerpunkt Dynamik des gesunden Alterns gegründet. Und es freut mich wirklich sehr, dass er sich an unserem Forschungsprojekt beteiligt. Und wir heissen den Lutz Jenke hier auf unserer Leinwand herzlich willkommen. Ich glaube, unsere Intelligenz, die wir uns zuschreiben, die wir zweifellos haben, überschätzen wir maßlos. Maßlos, sonst wären wir anders. Wir sind so angeblich so intelligent und machen den größten Blödsinn, den es sich da immer vorstellen kann. Also wir haben Lebewesen, die sind, sagen wir mal, im Sinne unserer Definition von Intelligenz überhaupt nicht intelligent, sind aber perfekt angepasst. Die Schabe, die Kakerlake, die haben kleine Gehirne, die Fliege, die Eintagsfliege, die haben kleine Gehirne. Sie können die Anzahl der Neuronen im Gehirn bei diesen Tieren zählen. Ne? Das sind so 40.000 bis maximal 1 Million, also bei einer Fliege sind es irgendwie so 5.000 bis 8.000, das ist nicht viel. Und die ist perfekt angepasst, die werden sie auch nicht ausrotten können.
der Mensch ist näher am Fuchs und an der Kakerlake, als wir uns das gewahr werden wollen. Wir überschätzen den Menschen. Meines Erachtens überschätzen wir das, was der Mensch macht. Es gibt beim Menschen nichts anderes als bei Tieren im Hinblick auf das Gehirn. Wir haben nur ein komplexeres Gehirn als das Gehirn eines Fuchses. Das heißt, es ist ein Kontinuum zwischen den Leistungen, die unser Gehirn anbietet und die der Fuchs anbietet. Hätten Sie mich vor 20 Jahren diese Frage gefragt, hätte ich Ihnen gesagt, völliger Quatsch, das ist überhaupt nicht möglich. Vor 10 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, ich glaube nicht, wäre so ein bisschen im Zweifel gewesen. Und heute sage ich ja, das wird möglich sein. Wir müssen den Mensch aus der Naturwissenschaft immer mehr als ein erfahrungsdeterminiertes Wesen auffassen. Und in diesem Zusammenhang könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass mit der Verbesserung der Methodik zur Erfassung der Anatomie und Physiologie des menschlichen Gehirns wir individuelle motorische Leistungen, die relativ normale Berufe erbringen und wo die Leistungserbringer das ein Leben lang durchführen, dass diese Leistungen dann auch ihre Entsprechungen im Gehirn haben. Das heißt also, wir müssten das erkennen, ob jemand, sagen wir mal, 5 Stunden am Tag einen Schraubenzieher benutzt oder einen Füllhalter oder auf einer Tastatur schreibt oder beispielsweise Autofahrer ist oder Leistungssportler. Das müssten wir irgendwann mal erkennen können. Ich bin mir durchaus sicher, dass man auch einen Dachdecker sicherlich erkennen soll, sofern er intensiv seinen Job da durchführt. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir ja tagtäglich von erstaunlichen Befunden in unserer Disziplin überrascht werden. Also beispielsweise haben wir zeigen können, dass 2 Wochen lang einen Arm immobilisieren dazu führt, dass die Hirngebiete, die diesen immobilisierten Arm kontrollieren, sich verändern. Da schrumpfen gewissermaßen die Hirngebiete, die diesen immobilisierten Arm kontrollieren. 2 Wochen Arm in Gips und schon ist gewissermaßen etwas los in Ihrem Gehirn. Und das muss man sich einfach immer mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Also insofern, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das hört sich jetzt ein bisschen Science-Fiction-mäßig an. Wir können es heute noch nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass wir individuelle Berufe, wie zum Beispiel Dachdecker, Bäcker oder sowas, vielleicht irgendwann mal am Gehirn Muster erkennen können. Also ich vermute, dass Musikmachen natürlich eine interessante Tätigkeit ist, auch gerade für das Alter auch. Wir müssen ja bedenken, wenn man Musik macht, muss man sich konzentrieren, disziplinieren, man muss das Tongedächtnis aufbauen, man muss motorisch geschickt bleiben, sie üben, also eine ganze Menge. Und dann kommt noch der zweite, eigentlich rasanter Aspekt noch mit hinzu. Wenn Sie musizieren und schaffen, etwas zu musizieren, dann können Sie sich ein Gefühl schenken. Das machen Sie selbst. Eine schöne Emotion. Sie freuen sich, sind stolz, etwas geschafft zu haben. Und by the way, stolz kann man nur sich selbst schenken. Und Musik ist so eine Sache, da kann man das mitmachen. Wir können es auch mit anderen Sachen, die Sie leisten, hinbekommen. Aber Musik machen hat so eine Art multimodalen Charakter. Sie hören, Sie sind motorisch aktiv, Ihr halbes Gehirn ist aktiv, wenn man musiziert. Und dann machen Sie auch etwas, wo Sie sich ein fantastisches Gefühl schenken. Und ich glaube, das ist für das Alter eine sehr interessante Variante, sich fit zu halten. Das wäre mein größter Traum gewesen. Ich wäre unglaublich gern Opernsänger geworden. Also man hat gehört, was der Lutz Jänke zum Thema Intelligenz und Hirn meint. Und ich muss sagen, für mich ist der Fall jetzt eigentlich klar, wenn wir an die Intelligenz von diesem Hirn hier herkommen wollen, dann geht es nur in einem Selbstversuch. Genau. Einer von uns beiden nimmt jetzt rund 30 Kubikmillimeter von diesem Hirn zu sich und dann prüfen wir, was passiert. Also, ob das dann einen Einfluss auf seine Intelligenz hat?
Genau, es könnte ja sein, dass es in diesem Hirn da besonders viel Myelin hat. Also Myelin, das wäre jetzt eine fetthaltige Substanz, die die Effizienz von Informationsverarbeitung im Hirn steigert. Oder in diesem Hirn steckt irgendeine andere Substanz, die die Intelligenz steigert. Es ist auf jeden Fall sinnvoll und entspricht auch unseren strengen wissenschaftlichen Standards, wenn du jetzt, Matto, ein Stückchen von diesem Hirn isst. Ich lasse dir da gerne den Vortritt. Weißt du, hat er heute schon den kleinen Nobelpreis gewonnen? Ich habe heute schon gegessen. Machen wir es so. Kopf oder Zahl? Zahl. Also, ich Kopf. Kopf. Ich nehme jetzt etwas vom präfrontalen Kortex. Also etwas vorne. Mit dem Fuchsband wurden. Das ist das Jahr eh nicht so. Ich danke dir für die perorale Applizierung von dieser Testdosis. Jetzt ging es darum, dass wir das halt kurz einwirken müssen. Ich schlage vor, dass wir da mit weiteren Fallbeispielen probieren. Die Zeit ein bisschen zu überbrücken. So, zum Beispiel. Der da hier, das heisst schlussendlich ein bisschen zu gescheiden Aff. Eine Kollegin hat aus den Ferien einen Aff gebracht, aus Borneo, so einen kleinen. Es war mehr so ein Impuls, hat sie gesagt. Keine Ahnung, wie man aus einem Impuls raus einen Affe in die Schweiz bringt. Sie hat den Affe frei bei sich in der Wohnung machen und er hat sich zuerst als zufriedener und friedfertiger Primat erwiesen. Leider sind er mit der Zeit immer launischer und bösartiger geworden. Vielleicht ist auch die Umstellung vom Dschungel in Borneo auf eine Zweizimmerwohnung in Sulgenau doch eine zu grosse Anpassungsleistung gewesen. Er hat regelmässig die Wohnung demoliert, zuerst ohne Plan, dann aber hat sie gemerkt, dass er gezielt vorgeht. Einmal am Abend sind eine kaputte Schallplatte am Boden gelegen, und zwar genau die, die sie seit dieser Reise gehört haben. Der Affe konnte sich die Platte offenbar merken, hat sie vorgesucht und kaputt gemacht. Am nächsten Tag sind verschissene Fotos am Boden gelegen von ihren verstorbenen Eltern. Und sie haben die Fotos, weil ein paar Tage spät am Abend geschaut, wo der Affe geschlafen hat, oder wie sie jetzt müssen feststellen mussten, nur so da haben, als würde er schlafen. Der Affe hat gespürt, dass ihr das Bild etwas bedeutet. Sie hat den Affe von hinten mit einer Bratpfanne außer Gefecht gesetzt und der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Hast du jetzt schon irgendwie. Spürst du irgendetwas? Nein, bis jetzt nicht. Kannst du sagen, auf genau wie viele Leute da drin sind, zum Beispiel? Nein. Nein. 2000 durch
14. Nein, das geht noch nicht. Okay. Dann liest doch du vielleicht noch etwas. Gut, ich könnte noch mal auf meinen Lehrmeister, der Oberlütz, zurückkommen. Weil immer hat gesagt, unser Hirn ist ein Relikt aus der Zeit der Säbelzahntiger und der Mammut. Und das heisst, von seiner Biologie her haben wir noch immer das gleiche Hirn wie anno dazumal. Und umgekehrt haben die Leute der Steinzeit, die dann mit Ländershorts und Speers in der Savanne gezogen, schon unser Hirn gehabt. Mit all seinen Talenten und all seinen Möglichkeiten, die sie natürlich als komplette Analphabeten nicht haben ausschöpfen konnten. Aber das Potenzial, das hat es schon dann gegeben. Und es muss dazu mal auch geniale Hirne gegeben haben. Zwar nur wenige, aber es muss es gegeben haben. Das ist eine Frage von Statistik. Leute mit dem Hirn von Goethe, Leute mit dem Hirn von Einstein, Leute mit dem Hirn von Mozart. Aber was macht man jetzt mit dem Hirn von Mozart, wenn man Säbelzahntiger über den Weg läuft? Genau, man säckelt so schnell, wie man kann, auf einen Baum machen, und knapp hat es noch gelenkt. Und ja, jetzt hockt der Mensch mit dem Hirn von Mozart in seinem Kopf auf dem Baum um und dran sind die Säbelzahntiger und dann muss er einfach warten, oder? Aber die ziehen natürlich nicht so schnell ab. Ja, wenn er Glück hat, übersteht er die Nacht, ohne dass er runterfällt. Und wenn er nochmal Glück hat, sind die Säbelzahntiger am anderen Morgen tatsächlich verschwunden. Aber natürlich ist es nur eine Frage von Zeit, bis er wieder muss um sein Leben rennen. Und die Frage ist jetzt, was hat man in diesem brutalen Fressen und Gefressen werden davon, dass man mit dem Hirn von Mozart rumläuft? Was hat der Mensch in diesem Baum oben von seiner musikalischen Begabung, von seiner Anlage zu einer operhaften Ausgestaltung, von seiner ganzen künstlerischen Sensibilität? Er hat keine Gelegenheit gehabt, sein gewaltiges Talent zu entwickeln und gleich ist da etwas in ihm drin, oder, wo ihn sein Schicksal tiefer empfinden lässt. Und darum kann er jetzt nicht einfach auf diesem Baum hocken wie jeder andere und froh sein, dass er diesen Säbelzahntiger noch einmal gekommen ist. Nein, er leidet daran, dass er von aller Welt verlauf diesem Baum oben muss hocken und kalt hat und Hunger hat und Angst hat. Und er müsste jetzt eigentlich eine grossartige, tragische Arie komponieren. Für das Leiden wieder loszuwerden, aber das kann er nicht. Er hat nichts in sich als sein ungestaltetes Elend. Und da wird es ihm halt schlecht. Es dreht ihm der Magen um. Und jetzt kotzt er auf die Säbelzahntiger ab, die Hunger haben und gierig nach diesen Kotzbröcken schnappen, die aufs Abend regnen. Und er würgt. Es kommt nicht mehr, sein Magen ist leer. Aber in ihm drin ist noch immer das Elend, das nicht aus ihm raus kann. Und er hält es nicht mehr aus und kumpelt seinem Kotz hinterher nachher. Aber in die offenen Mühle, in die spitzigen Zähne. Wir sehen also an diesem Beispiel, das Hirn von Mozart ist in dieser Welt vom brutalen Fressen und Gefressen werden, einen Grund, sich umzubringen. Oder auch sicher kein Überlebensvorteil, sondern ganz klar eine Überlebensbehinderung. Die Evolutionstheorie kann nicht erklären, warum es das Hirn denn überhaupt schon gegeben hat. Die Evolutionstheorie hat auch keine Antwort auf die Frage, wieso das Hirn die Hunderttausende von Jahren ohne Klavier und Notenschrift überleben konnte, wo seine Begabung nur ein sinnloser Ballast war. Und wir hätten also mit dieser kleinen Geschichte zwar nicht meinen Lehrmeister Oberli, aber doch der Darwin widerlegt. Eine ältere Aufzeichnung, sonst wäre sie ja jetzt vielleicht bewiesen. Aber wir müssen aber gleich einfach mit konkreten Experimenten weiter probieren. Kannst du vielleicht auf einen Millimeter sagen, wie lang das ist? Nein. Vor sehr langer Zeit hat es an einem Strand ein riesiges Hirn angeschwemmt. Das Hirn war 10 Meter hoch, 10 Meter breit und 10 Meter tief. Und ist dort am Strand gelegen, bis es eine Affenhorde hat entdeckt. Die Affen sind zuerst erstaunt drum umgehüpft und haben irgendwann angefangen, das Hirn zu fressen. Es hat für mehrere Generationen gelangt. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass bereits die dritte Generation von diesen Affen Bitzen von diesem Hirn braten und mit Meersalz gewürzt haben. Womit man kann sagen kann, dass sich die Wirkung von diesem Hirnessen auch in Art und Weise, wie das Hirn ist gegessen wurde, manifestiert hat. Am Anfang war es nichts so,
dermassen nichts, wie man sich das beim besten Willen nicht vorstellen kann. Darum ist es am lieb Gott so unvorstellbar langweilig gewesen, dass in der Gring ist explodiert. Das ist der Urknall. Seit diesem Moment fliegt das Hirn vom lieben Gott in alle Richtungen. Streng genommen gibt es den lieben Gott seitdem nicht mehr. Dafür ist aber alles, was es gibt, Gottes Hirn. Planeten, die Sonne, die Welt, die Pflanzen, Tiere, Meer, alles besteht aus göttlichem Hirn. Das ist doch noch eine hübsche Theorie. Ja, kannst du da auf ganz genau drei Stellen nach dem Komma sagen, wie warm es da drin ist? Nein. Was für eine Theorie wäre, dass es einfach noch nicht im dass es noch so wie unten abgelagert ist, im Unterbewussten, und noch nicht ins Bewusstsein ist aufgestiegen. Es könnte sich aber trotzdem schon in den Träumen manifestieren, dass meine Intelligenz ist angestiegen ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, du solltest einfach mal einschlafen und dann könnte man das mit unserem Traumsauger auf die Leitwand bringen. Ja, machen wir doch das. Würdest du jetzt einfach mal einschlafen? Ja, ist gut. Ich habe hier das Buch, grosse europäische Einschlafgeschichten. Ja, vielleicht die hier. Die heisst Hefti und Schmied. Architektonisch innovativ, vor 40 Jahren liegt sie gern noch da, die Siedlung. Sie steht nicht da, nein, sie liegt da. Einbettet an das Flussufer, sehr einbettet, für die damalige Zeit sogar so spektakulär einbettet, dass die Architekturstudenten und die Architekturjournalisten sind Tourgäste waren. Sie haben sich von den stolzen Bewohnern die Siedlung zeigen. Dazu haben die Bewohner Tee und selber gemachte Güte offeriert. Und jetzt, 40 Jahre später, werden die Lehrer, Grafiker, Schulleiter, Ökoschreiner, Juristen, Ärzte, Umweltwissenschaftler, Bundesbeamte und Entwicklungshelfer, die dann sind eingezogen, pensioniert und auch ein paar Architekten, die stolz ihre eigene Innovation bewohnen, werden ebenfalls pensioniert. Und auch ihre Frauen, die zuerst noch 50% gearbeitet haben und irgendwann gar nicht mehr gearbeitet und zu den Kindern geschaut haben, werden auch pensioniert. Da braucht es natürlich Hobby. Viel Hobby. Aber Hobby können auch zu Problemen führen, wie bei diesen beiden Nachbarn ganz unten am Fluss, am Schmied und am Hefti. Schlafst schon? Der Hefti ist seit 10 Jahren verwitwet und vor einem Monat pensioniert worden. Er hat als Zeichnungslehrer an einem Gimmer gearbeitet. Der Schmied ist seit 20 Jahren getrennt von seiner Frau und ist schon seit 3 Jahren pensioniert. Er hat als Beamter beim Bundesamt für Gesundheit gearbeitet. Die beiden haben trotz der langen Nachbarschaft nie näher Kontakt gehabt. Ab und zu ein kurzes Gespräch über einen Gartenzaun, nur allgemeine Themen, mehr nicht. Aber dann hat der frisch pensioniert Hefti am Montagmorgen den Rasen gemäht.
Das ist dem Schmied aufgefallen. Und als er beim Briefkasten vorne ist, die Post holen, hat er ihn darauf angesprochen. Der Hefti hat gelacht und gesagt, das sei tatsächlich das erste Mal, als er am Montagmorgen den Rasenmähe, ob es ihn störe. Nein, überhaupt nicht, hat der Schmied gesagt. Was war gelogen? Allerdings hat der Schmied selber nicht gewusst, was ihn stört. Zwei pensionierte Männer, die beide den ganzen Tag Zeit haben, da spielt es ja eigentlich keine Rolle, wenn man den Rasen mäht, wenn es nicht mit der Nacht ist. Was er ausser dem Montagmorgen den Rasenmähen vorhat, jetzt, wo er pensioniert ist, hat der Schmied wissen. Ja, viel, hat er heftig gesagt und gestrahlt. Zum Beispiel sind wir neuerdings im OK vom Siedlungsfest, wo in den letzten Jahren nur noch in bescheidenem Rahmen oder gar nicht mehr stattgefunden. Aber nächsten Sommer gäbe es wieder mal eine richtig grosse Sache. Das kann er auch so garantieren. An der Volkshochschule lehre ich neuerdings Spanisch und plane eine ausgedehnte Reise quer durch Südamerika. Die Inka-Kultur hat ihn schon als Bub fasziniert. Er sei aber leider nie dazu gekommen, nach Südamerika zu gehen, und das will er jetzt noch machen. Er lernt jeden Tag eisig Wörtchen lernen und um zweimal in der Woche an die Volkshochschule nach Bern. Sie haben dort eine sehr interessante Lehrerin, die neben Spanisch auch noch Tango-Tanzkurs gebe. Und er hat sich das jetzt gerade ernsthaft überlegt und vielleicht werde er vor dieser Reise noch einen Tango-Kurs besuchen. Vor dem Spanischkurs gehen wir zu Bern immer noch ins Kino. Meistens ins Kino Kunstmuseum. Die haben ein sehr gutes Programm. Und er kann dort all die Filme schauen, die er in den letzten Jahren zwar über sie gelesen hat, aber wegen vielen Arbeiten an Schulgängen verpasst hat. Schlafst du? Nein, noch nicht. Der Schmied hat dem Hefti zugelassen und seine Augen haben sich langsam zusammengezogen, bis sie nur noch dünne Schlitzchen waren. Der Hefti hat es zwar gesehen, aber gleich einfach immer weiter erzählt. Heute Nachmittag gehen wir ins Emmital. Freunde von ihm haben dort eine alte Öle gekauft und wieder in Stand gesetzt. Sie haben sich mit ein paar anderen zusammengetan, die in Ligurien Olivenhain haben. Zusammen tun sie die Oliven ernten, in die Schweiz transportieren und eigenes Olivenöl pressen. Es ist ein sehr eindrückliches Erlebnis, mal bei etwas von A bis Z dabei zu sein. Etwas, wo man sich ja gar nicht bewusst ist, wenn man im Migros ein Olivenöl aus dem Gestell nimmt. Was ihn auch interessiert, ist die Geschichte. Er ist schon lange Mitglied bei einer Gesellschaft, die in der Schweiz historische Führungen organisiert. Er war immer ein interessiertes Passivmitglied, aber jetzt, als er wegen der Pensionierung mehr Zeit hat, kann er sich vorstellen, mal selber so eine Führung zu organisieren und zu leiten, zum Beispiel auf den Spuren vom Lenin durch Bern und Zürich mit Abstecher nach Zimmerwald und ins Kiental. Was er denn so mache, seit er pensioniert sei, hat der Hefti auf einmal den Schmied gefragt. Die Frage hat der Schmied unangenehm berührt. Er hat sich am Briefkasten abgestützt. In der Herzgegend hat es angefangen zu stechen. In den Ohren hat das Blut gepocht. Der Schmied hat sich mit Mühe einen Ruck gegeben und ist ohne etwas zu sagen zurück in sein Haus. Überrascht von dieser Reaktion hat auch der Hefti nichts mehr gesagt. Ihm war klar, dass das Aufzählen von den Aktivitäten am Schmied nicht gepasst hat. Der Hefti hat sich gefragt, ob der Schmied an seiner Passivität leidet. Ist er echt depressiv und hockt den ganzen Tag in seinem Haus und macht nichts? Und darum sieht er das dann als Affront, wenn man ihm erzählt, was man alles macht. Der Hefti hat den Rasen fertig gemacht, aber es hat ihn gewurmt. Etwas Ungutes war da. Zuerst 40 Jahre nur geplänkel und dann endlich mal ein längeres Gespräch und er endet es so. Ich muss das sofort angehen, hat der Hefti gedacht, hat der Rasenmeier in den Schopf gestellt und ist beim Schmied gelaufen. Der hat aber nicht aufgemacht. Am nächsten Morgen hat es der Hefti nochmal probiert und wieder hat der Schmied die Tür nicht aufgemacht. Schlaf schon. Der Hefti hat es tagsüber noch zweimal probiert und hat ihm am Abend eine Karte mit ein paar erklärenden Worten in den Briefkasten gelegt. Aber auf die Karte hat es vom Schmied keine Reaktion gegeben. Ja, nur, hat der Hefti gedacht, man kann nicht mehr als anbieten. Und, ja, wenn er nicht will, dann will er nicht, dann kann man nichts machen.
hat der Schmied wieder vergessen und sich seinen verschiedenen Aktivitäten gewidmet. Und da ist bei ihm eines Tages die Idee aufgetaucht, er könnte im Alter noch ein Instrument lernen. Er hat nicht gewusst, welches Instrument und warum eigentlich, aber die Vorstellung, ein Instrument zu lernen, hat ihm gefallen. Er hat einen halben Tag in einem Musikgeschäft verbracht und hat sich für Posaune entschieden. Voll Freude ist er mit dieser Posaune und einem Lehrmittel heim und hat sofort angefangen zu üben. Da ist es keine 3 Minuten gegangen und es hat geläutet. Vor der Tür der Schmied. Was das für einen himmeltraurigen Krach sei. Das sei kein Krach, hat der Häftling gesagt, das sei eine Posaune. Ihm sei gleich, was das sei, aber er soll aufhören oder sofort in den Keller. Er will nicht in den Keller, aber wenn sie ihn stören, können sie gerne darüber reden. Er will nicht darüber reden, er soll aufhören oder sofort in den Keller. Der Häftling hat den Kopf geschüttelt und gesagt, das klingt ihm jetzt schon ein bisschen komisch. Er habe in über 40 Jahren noch nie bei ihm geläutet und jetzt will er, dass er in den Keller geht. Nur für den Lärm zu machen, muss er in den Keller, hat der Schmied gesagt. Sonst kann er sein, wo er will. Der Häftling hat angeboten, sich abmachen, wenn er übe. Es sei ja nur etwa eine halbe Stunde pro Tag und er sei da relativ flexibel. Nein, in den Keller, hat der Schmied gesagt. Er will nicht in den Keller, wegen einer Posaune müssen wir doch nicht in den Keller. Doch, hat der Schmied gesagt, das müssen wir. Das kommt nicht in Frage, er will hier oben am Fenster üben, während dem Üben auf den Fluss schauen, das sei sein gutes Recht, das sei sein eigenes Haus, wo er so viele Posaunen üben darf, wie er will. Ja, im Keller. Da ist der Häftling verrückt worden und hat die Türen zugeschlagen. Die Wut vom Häftling hat bewirkt, dass er an diesem Tag 3 Stunden lang Posaunen hat geübt und grosse Fortschritte hat gemacht. Als er am nächsten Morgen wieder hat auf ein Posaunen üben, hat der Schmied geläutet und den Finger nicht mehr vom Läuten genommen. Nach 10 Minuten ist es ihm heftig zu blöd geworden. Er hat die Tür aufgeschlossen und gefragt, was das soll. Dann ist ihm schwarz geworden vor den Augen. Er ist hinter sie umgekippt und tot gewesen. Der Schmied hat ihm aus nächster Nähe mit einem Jagdgewehr in die Stirn geschossen. Schlaf schon. Der Schmied hat leise bis 10 gezählt und hat sich dann langsam umgedreht, weit und breit niemand. Er hat die Haustür zugetan und ist im Wohnzimmer auf dem Sofa gehockt. Auf dem Stubentisch ist die Posaune gelegen. Der Schmied hat nicht anders können, als sie nehmen und drei blasen. Zuerst ist nichts gekommen, dann etwas, was an einen Elefant hat erinnert. Er hat die Posaune wieder hergelegt und zum Fenster rausgeschaut. Es hat sich nichts bewegt, niemand ist zum Haus gekommen, alles still und ruhig. Der Schmied ist in Gang raus, geht der Häftling anschauen. Jetzt habe ich dem mal so in den Ring geschossen. Das mitzige Ring. Und der Ring liegt jetzt hier im Gang, auf dem Laminat und rund. Der Häftling läuft aus. Rot zu weiss, es läuft aus ihm raus. Das Rote ist Blut und das Weisse wahrscheinlich das Hirn. Das Hirn in seinem Saft. Das ist gütet, hier auf dem Laminat. Am gescheitsten hole ich mal einen Brand.